@WMTR seit 3 Monaten. Warte mal, wo ist denn jetzt mein Ordner? Erstmal einen wunderschönen, ihr könnt mich hören. Ich bin gleich gespannt. Wir haben ein paar, oder ich habe mal die Stream-Settings noch eingestellt. Das Bild heute besser ist. Ganz kurz mal eben die Musik hier einstellen. So, das läuft, ne? Ihr hört Mucke. Dann kann ich das auch wieder größer machen, dass ich euch sehe. Bedanke mich da erstmal schon mal bei Nils mit dem Prime Sub im 3. Monat. Herzlich willkommen. Grüße, Grüße, Grüße. Moin, 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 moin. Einen wunderschönen Samstag gewünscht. Wir fahren heute weiter, Gülle. Ein Käffchen auf hier. Rätsel. Moinsen. Wie geil die das. Gut angekommen oder noch unterwegs? Hm. Olga hat ins Voice kommen. Feier Markus. Einen wunderschönen Moin. Wie geil die das. Sehr, sehr lange nicht mehr gelesen. Wir gehen mal direkt ins Spiel rein hier. Da steht auch schon die gute Kiste. Ich will nochmal eben umspannen. Mir gefällt das nicht ganz so gut, den 700er hier mit der 900er Pelle durch die Gassen zu jagen und werde da mal die Kuh vorhängen. Kuhbringer sind schon unterwegs. Das ist perfekt mit der Pelle. Das da? Guten Tag, Herr Dr. Professor Lenz. Skyrush, moin, moin. Grüße. Ein wunderschönen. Aber kann halt sein, dass die Kamera ein bisschen verrutscht ist, oder was? Kleiner machen und hier. So, ne? Langt. Moment, Moment, Moment. Das will ich auch nochmal weghaben. Lahm, früher schön breit da drüber. Echt, dann soll ich hier den 700er mit einer 900er Pelle. Wenn der Ackerbauer das sagt, weißt du? Kannst ja nichts gegen sagen. Gehen die Argumente raus. Hätte ja gedacht, das wäre die perfekte Aufgabe jetzt für die Kuh gewesen. So, Franken-Let's Player, grüß dich, Moinsen. So, das wäre auch gemacht. Dann nochmal eben
Rad weg. Ossi, grüß dich. Moinsen. Lady03, Grüße. Moin, moin. Niederbayern Agrar Frames. Richtig gelesen, grüß dich, Bossi. Fabse, einen wunderschönen W, moin moin. Kalter habe ich gesagt, ne? Moinsen. Kölsche Pub, einen wunderschönen Feldgenosse, moinsen. Warte mal. Wollen wir nicht vergessen. Brat123 und Jakob sind auch dabei. Moin. Einen wunderschönen. Agrardave, grüß dich, moinsen. Der Kappi ist auch neu hier mit dabei und dabei. Moin. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt geklappt hat mit dem Verkehr. Ah, schade, guck mal, da hätten wir es mal ausprobieren können. So, auf zu 53 hier. Äh, 53 fangen wir an hier. Direkt gegenüber vom Hof quasi. Warte mal, ist ja jetzt fahre ich zu 54. Haben wir hier noch eine Feldeinfahrt? So, hier rechts müssen wir rauf. Mal eben hier auf der Karte geguckt. 40 ist ungefähr drauf. Wir fahren jetzt Automatik. 80 müssten ungefähr noch auf. Ich merke, ich bin nicht im Gülle-Business drin, wenn der Zubringer jetzt kommt. Der Verkehr läuft wieder eins. Sehr schön. Grüße dich, Niederbayern Agrar. Moin, moin. Agrardave hatte ich, ne? Louis, moinsen. Kommen die denn? Die Zubringer kommen von unten. Gestern war doller als Mittwoch. Wirklich, Junge, was machst du denn? Bleiben. Jo. So, jetzt müssen wir aber einpendeln hier. GPS können wir schon mal starten, dann können wir hier schon mal eben in die Software rein. Ob wir hier die 53 Stunden drin haben auf Bertels. 53 Hauptspur. So, und dann fahre ich doch die langen hier runter, oder?
Das Bild sieht aber gerade anders gut aus, oder? Yuki, was meinst du? Father Reed, moinsen. Das erste musst du auch von Hand fahren. Jo. Besser. Ist besser. UFSL, moinsen. Holland ist abgesagt. Oha. Kommst du ran, oder was? Schönen guten Morgen, First Nation. Moinsen. Viel besser. Das ist herrlich. Warte mal. Ja, Rechner spielt auch mit. So, wir haben jetzt hier Automatik. Der sagt mir aber 100 Kilo N. Prezi ist richtig, ne? Es war auf 80 geplant, aber wir fahren auf Automatik. Laut Frühjahrs Ausbringung. Ist richtig? Oh. Dann... wir eben noch mal hart hier hinter mir an. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich lasse das erst nach der Feldeinfahrt runter. Könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Hier hinter mir. Da. Macht, was es soll. Gut aus. Mal F1 an. 21, 24, 26 Kubik auf dem Hektar. Ja. Hast aber recht hier. Pendelt sich ein auf die 80. Richtubauer, grüß dich. Moinsen. Matteo, einen wunderschönen Moin Moin. Passton und so weiter alles, also Spielsound, Mucke, Mikro, passt alles und eventuell kommen die gleich die anderen auch noch ins Voice. Zu Bringer haben wir heute zwei, einmal Brinker, da ist Yoki unterwegs und von Hof Leifger fährt tatsächlich auch einer mit, mit dem Zubringer von Brinkers dann. Mal über sich kurz. Herr Meister. Ja, lass mich mal eben die Bahn runterfahren, würde ich meinen. Guck mal, da kommt schon der zweite Zubringer, der kann ja gleich da vorne stehen bleiben, das ist glaube ich besser. Könnte perfekt passen. Ja, eben mal nachsauge. Schön die Tür öffnen, ist klar. Früher. Fahr mal vorbei und dann fahre ich durch. Perfekt. So, einmal für Brezi Übersicht. Zwischen 120 und 140 sind wir da jetzt im Ziel. Jo, ja, leichter Boden. Passt, ne? Passt. Punktlandung. Das Bild ist tausendmal geiler. Ehrlich. Das ist gut. Das ist gut. Meine Güte, wie konnte ich das überleben? So, Zubringer ist schon wieder weg. So, dann können wir mal hart ausblenden hier. Anki, hatte ich vergessen, ne? Grüß dich, moinsen, dicke Bude. Ja, sicher.
Eckarts Bude, also zumindest hier die Gülle-Kutsche. So, jetzt bin ich hier nochmal gespannt, ob das mit dem Kurs passt. Passt. Oh, ist das herrlich. Ich schreibe eine Bewerbung bei Möllering. Nee, wir fahren von hier, Händler. Zu kaufen. Die haben nichts mehr. Grafikeinstellungen sind hoch oder so, ne? Also erweitert und so. GPS at its best. GPS, yes. Die Tür ist jetzt auch zu. Dachluke ist auch zu, GPS kann also funktionieren und dann. Jawohl. Es passt. Es passt. Es passt. Na, dicke Bude, Alter. Mal eben eine Aufnahme ran, wa? Das ist ungefähr eine Bahn. Mit den zwei Zubringern ist vielleicht schon ein bisschen eng, ne? Nee, ich glaube, da wird Gülle geholt. Die Einstellung, genau, auf dem Discord. Moinsen Marvin, Per, grüß dich, Moinsen. Agrario, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, kriegen wir die denn da? Beim Händler, Gärreste? Je weniger Verbrauch, kommst länger hin. Weil wegen mehr Stickstoff drin. Das ist beides, meine ich. Ja, okay, dann können wir ja nochmal aus switchen. Nee. W haben wir noch nicht vorgestellt. Hof ist, glaube ich, jetzt fertig gebaut. Fuhrpark ist, glaube ich, noch am dabei, sich einzurichten. Also würde ich sagen, entspannt machen wir das mal. Weiß nicht, ob das heute noch passt. Haben wir jetzt 12 Schuhe? Viertel nach 12 ist das schon. Dankeschön, Beizi. Der Brinker ist schon wieder angerast hier. Entmuten, falls die Jungs Bock haben, könnt ihr natürlich mit reinkommen, ne?
Richtig, Bauer, schön, dass du fragst. Den Jungs meinst du mit Chris und Flo und so, oder was? Ja, Chris ist ja, relativ viel arbeiten, den habt ihr ja, glaube ich, auch weniger live gesehen. Ist aber ansonsten ein bisschen, also einfach durch die Zeiten bedingt hier nicht mehr so häufig oder eigentlich gar nicht mehr hier im Multiplayer drin, sondern hat sich dann auf der Ostseeküste dann Spielstand aufgebaut. Wollte da eigentlich auch mal live gehen und müsste ihm auf die Füße treten, dass er mal da wieder rankommt. Flo ist auch auf der Ostseeküste, geht's aber auch gut. Aber da war eben auch nochmal Nachwuchs da und so und dementsprechend denke ich mal viel zu tun, ne? Müssen wir auf jeden Fall gleich die letzte Spur da, wenn beim Hochfahren da muss, auf jeden Fall nochmal nachkorrigiert werden, sonst reicht das mit dem Vorgewende nicht. Hat Rickard immer drauf. Buongiorno, Jean Porno. Chat, bewege dich. Moin, Sen. Nullsuppen, moin. Janis, Grüße. Hast aber die dicken Schlappen hier raufgezogen, wa? Kannst du fragen. Dennis, grüße dich erstmal. Moin, Sen. Gölle, Gülle, Pumpe. Rede ich aber in meinem Chat nicht drüber. Also, on Stream. Wie das so ist. So ist das. So ist das. Becky, grüß dich, moinsen. Zu viel Traktion beim Ackern. Dani, der Vito, grüß dich, moinsen. Ich wollte fast die Cousine davor spannen, bis Prezi gesagt hat, das Beste. Über die dicken Schlappen hier im Frühjahr drauf, kannst du ja nichts mehr gegen sagen, ne? Ich weiß nicht, ich hätte mich wohl gefühlt in der Cousine vor dem Fass. Aber das Siebener fahren ist natürlich... Und sonst hätte Agrario wahrscheinlich jetzt auch nicht reingeschaltet. So, jetzt passt es perfekt, ne? Hier, wo die Bahnen ein bisschen kürzer werden. Caboman, grüß dich. Moinsen. Zurücksetzen ein Stück, Joki. Jo, jo, jo. Aber hier steht's auch drauf. Linker Weg 3. Kommt die Bertelsschule auf jeden Fall zugute. Janis wird richtig hier Pflanzenkundler. Iskiller, grüß dich, moin. Hab gehört, im Münsterland gibt es nun auch einen Milchviehbetrieb. Yes, Leifka und Hässling. Riesenwerfer.
Was denn? Wieso passt das nicht? G.Werk-Bauern seit 22 Monaten. Nicht gerade die daneben gefahren? Kann das? Kann das wohl, ne? Mhm. Aber es ist trotzdem komisch, weil das auf der Karte... Sieht das nicht aus, wie als würde die Arbeitsbreite darauf passen, oder? Das sieht ja viel breiter aus. Ist das so ungenau auf Vierfachkarte, kann das? Guck mal, jetzt nur noch 20 Kubik hier. Gerisse. AG Bergbauern, vielen, vielen Dank für 22 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Resubben und herzlich willkommen. Schönes Wochenende gewünscht. Dicken Buschen. In dem Fan sagt, hey. Alter, sagst du das? Ja. Ich muss ehrlich sagen, mir gefallen 710er besser drauf. Und wenn 900er, dann die mit der dicken Flanke. Aber das ist schon ein guter Kompromiss. Also es passt schon gut zusammen. Kombination vorne und hinten, ne? Vorne 710, hinten 900er. Ja, kann man. Nigel G., grüß dich, moinsen. Was ist mit der Tür? Bleibt die bei dir immer auf? Häufig, yes. Häufig. Schlüpfermaliger. Eine übersprungen. Ja, ja, ja. Agrargaming hatte ich gesagt, ne? Grüß dich, moinsen. Das war die erste, bin ich da halb runter und die zweite. Kannst du gerne stehen bleiben, Yoki. Ich habe nur noch so ein bisschen was drin, dass ich hier nochmal eben zurücksetze. Oder mehr ab. Den Fans zum Download. Es ist das ab, also so nicht. Ne? Das ist immer angepasst hier. Die meisten Sachen sind hier halt irgendwie nochmal angepasst. Aber grundsätzlich, klar, es ist das von Schnibbelmodding das Modell aus dem Mod-Hub. Ne? Reifendruckanlage und all dem Kram. Sämtlichen Reifenkombinationen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, wir hier. Nachher mit dem Vorgewende auch passen. So, was ist denn bei euch geplant dieses Wochenende? Kommt irgendeiner hier aus der Region Südniedersachsen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das überall noch gefeiert wird. Also Karnevalsvorbereitung und so ein Kram.
Maskenball. Oha. Oha. Klingt aber auch spannend. Schön, schön die Synapsen abklemmen und Maske auf. Herrlich. Soll ja keiner mitkriegen. So ist es. Hier lassen wir nochmal trocken. Ey, Biocron, grüß dich. Kiel und garantiert kein Karneval. Nee, das wohl nicht, nee. Also da nicht. Wollen ein Moped umbauen, aber irgendwie kommt derjenige nicht an den Laden ran. Weh. Wo hatte ich die jetzt ausgelassen hier? Die hier nicht. Nächster. Könnt ihr das darauf sehen? Nee, ne? Muss ich mal gerade meine Kamera ausblenden. Aber wenn ihr da mal guckt, ne? Das sieht doch, also rechts, die Gasse sieht viel breiter aus als das, was ich jetzt auffülle, weißt? Warum? Warum ist das? Ist das, weil es ungenau ist wegen Vierfachkarte oder? Bin ich gerade breiter als der Arzt erlaubt. Bibi! Moinsen! Vielen Dank für deinen 26. Monat in Resub. Grüß dir, wie geil die das? Yes, das ist die Landersumme. Ole 818, auch Kieler oder was? Sönke, moinsen! Wie viel Meter breit hast du? 21. 21 Meter breit. Bloody Rules, grüß dich, moinsen. Was für eine Moped denn eigentlich, Tristan? Rennfahrer der Echte, grüß dich, moinsen. Oh, das liegt echt daran, dass es eine Vierfach ist. Mod, wa? So ist schön, so ist schön. Kann es mir auch nicht anders erklären, weil Fahrgäste sind auf 21 Meter. Gestänge kann ich weiter als 21 Meter machen. Außer grüße ich, weißt du, ob die 4 Meter Rapid noch kommt? Das ist geplant, ja. Ich weiß nicht, ob die im Testing ist. Vielleicht kommt Nico noch mal rein. Wie da der aktuelle Zustand ist, ich weiß es nicht. Irgend so ein Beta-Ding, Elektrik. Ja. Mal hier, Steinfort HL, das ist Hof Leifka, ist das. 722er. Ein Bottich hier vom Agrarservice Brinker unterwegs. Soll ich kurz warten? Hast du noch so viel? Ja, dann wart mal. Ist besser. 5 Kubik. Lupfen, grüß dich, moinsen. Nee, die Bahnen werden kürzer.
116 Stunden jetzt hier auf dem Bock. Hamich, grüß dich, moinsen. Luca 86.1, moin moin. Oh, da werden Brinker-Fotos geschossen. Die neue Broschüre. Danke, okay, das Jucki hört. Oh, 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 oh. Ja. Für GPS sich nicht alles lohnt, wa? Schönes Käffchen. Mal eben nachjustieren hier. Steht jetzt der Brinker, ne? Üwe 97, grüß dich, Moinsen. Muss man Espresso trinken? So? Weniger ist mehr oder was? Kann ich dir mal auf Discord schreiben? Kannst du machen. Kommt drauf an, ne? Manchmal antworte ich ehrlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da ist so ein Schutz dazwischen und manchmal kommen zu viele Anfragen, wo ich sage, nö, also wirklich hab ich nicht die Zeit für. Ich bin nur noch, wenn ich am Rechner bin im Discord und wenn da dann 5 Anfragen sind, dann sag ich mir auch manchmal ehrlich, da kann ich nicht helfen. Also da muss man dann auch einfach mal den allgemeinen Support im Discord nehmen. Passt, passt, passt. Ich saug jetzt beim Richtigen. Ja, leer gemacht, gut. Auch nichts mehr mit hier. So. Naja, wenn du fragst, wann die kommt, dann würde ich ganz grundsätzlich eine vorgefertigte Nachricht antworten, dann wenn sie fertig ist. Oder wenn man halt meint, dass sie fertig ist, ne? Komm auf den Acker. Da musst du gar nicht mehr fragen. Alle 3 Monate ist da eine neue Maschine auf dem Hof. Agrarservice halt, ne?
Und jetzt ist es ein 942 Fendt. Mit Fendt One Bediensystem, also Gen 7. Ja, die, ne, die bauen ihren Agrarservice darauf ja auch auf, ne? Also, da geht es ja auch um Technik. Hier ist übrigens jetzt Livegar. Haben wir hier Brinker. Hier unten ist Hässling. Hier Möllering. Also es wird hier richtig bunt auf der Karte. So übrigens. Finde ich ganz geil. Wenn sich das so mal anguckt. Die verschiedenen Höfe sich jetzt hier verteilen. Möllering ist auf jeden Fall, hat sich sehr gut positioniert da. Nee, geht nicht darum, dass ich sie haben will, einfach nur wegen einem Bild. Sollte nicht so rüberkommen, dass ich sie... So, Arthur, grüß dich, moinsen. Hof 1 ist noch frei. Da sind noch mehrere frei. Ich glaube, das geht aber nicht. Alle Höfe besetzen geht nicht. Das wird nichts. Also wenn man sich anguckt, in welcher Größe die vorgebaut sind, ne? Wenn man, also in der... Da muss man mit kleinsten Maschinen spielen irgendwie. Das wäre auch nochmal was. So eine Karte, wo du wirklich 16 Höfe raufballern kannst und jeder macht nur einen Hof und hat aber irgendwie nur so, weiß ich nicht, ne? Maximal 30 Hektar oder so. Hier haben wir jetzt noch. Was probieren hochzukommen? Kann ja nicht klappen, ne? Weil sie noch kürzer wird, die Bahn. Geht schon, sagst du? Alle Höfe. Was haben wir bei einer Vierfachkarte nochmal? Irgendwie so 1200 Hektar, so grob, ne? Landersum hat 1260 Hektar. Durch, ja, 20 Höfe sind es ja so gesehen nicht, ne? Alter. Will ich mal wissen, was die Performance dann sagt. Intern. Geil. Joki. Ehrlich, mit der Tiefenunschärfe sieht's geil aus unten. So, leer. Wie ist das real gesehen? Würde man, wenn ich jetzt am Vorgewende entlang juckel hier und zum Zubringer fahre, würde man immer Gestänge zuklappen? Oder dauert eh viel zu lange und weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, lieber zusammenklappen, als dass ich jetzt hier irgendwo dran hänge bleiben. 13 Höfer hier drauf könnte knapp 100 Hektar machen. Ja. Ja. Okay. Bewerbungsverfahren eröffnet. Lass uns die Lander so zerschroten. Oder den Server. Lass die 36 Meter offen und dann langsam hin. David sagt zusammenklappen.
Hex, der Server packt das. Zubringer, ich glaube, wir könnten gleich mal Straße blockieren und da in der Mitte da die Feldzufahrt nutzen. Ganz ein Stück zurück. UPS Delivery oder what? Warte mal, da haben wir keine Zufahrt. Jan, komm mal gerne vorbei, dann mache ich einmal voll. Dann müsste ich nochmal rauf runterkommen, glaube ich. Klappt mir mal ein, dann kannst du etwas schneller fahren und fährst das Gestänge nicht krumm. Das dachte ich halt, ne? Jo. Denn Höfe, Alter, dann ist aber richtig Party hier. Gut, und du, man muss natürlich bedenken, 13 Höfe je 100 Hektar, aber du hast nur 16 Mann. Wird eng. Zumindest mit durchlaufendem Server, ne? Also dann... Ja. Ja, nochmal eine logistische Herausforderung. Service Brinker. Wenn du dicke Technik und keinen Wald haben willst. An der GPS-Spur hier bleiben. Übersetzen. Agrar Flori, grüß dich, moin, sind schönen Sonntag. Samstag natürlich. Wollte es gerade meinen. Sonst hätte ich heute die dicke Fete verpasst. Steht als nächste Investition bei uns an. Ja, wir wollen einen dicken Fendt haben. Ruf Bertels will dicken Fendt. Wir wollen die Cousine, wollen wir wieder abstoßen. Die hat jetzt über 150 Stunden. Ich weiß nicht, ob wir die noch auf die 200 Stunden raufkriegen. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist nur noch im Frühjahr eigentlich noch ein bisschen rubbern, Maisland. Und dann, ja nee, 200 Stunden werden das nicht mehr. Und dann wollen wir gerne als Ersatz dafür einen fetten 900er. Fendt. Auch Gen 7. irgendwie so 9 36
9,39, so um den Dreh. Sie hatte letztes Mal nochmal das Fass neu aufgemacht, dann hat nochmal in Frage gestellt, ob da nicht noch eine andere Alternative geben könnte. Also nicht, ob ihr da eine Idee habt, ich habe keine mehr. Geht halt darum, dass der Kerner Corona 500 auf jeden Fall selber noch ein bisschen mehr Power haben könnte. Die schweren Böden und in der tiefen Bearbeitung und eventuell eben die Erweiterung auf einen Köckerling-Vektor dann irgendwann bevorsteht und da auf jeden Fall mehr PS. Blöb mit der Gärreste. Waltra S? Nee. Gärreste leer. Dann vom Tierhändler, Yogi. Acht R finde ich schwierig, weil ich sehe den 8R nicht so im Transport und es könnte halt mal sein, dass wir mit, also die Waltraut ist ja auch das ein oder andere Mal hier Transport gefahren, wenn mal alle unterwegs sind. Da finde ich den 900er besser für. Auch nicht optimal, ein bisschen übermotorisiert, aber 8R halt weniger. Witzig, ja, das lübt, aber richtig gut. Bahnen werden hier kürzer. Füll mal eben auf. Pott ist leer. Das ist gut. Glas hatten wir auch überlegt. 29 oder so. Axion. Finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn ich mir das aussuchen kann, das Portemonnaie das hergibt, dann sehe ich da doch wohl mehr einen 900er Fendt, oder? Wie im Osten mit dem H8R HW80 juckeln. Ja. Schuster 99, grüß dich mal, was hast du für einen schicken Schlepper? Ist das eine Mod oder ist das öffentlich? Ist beides, also sowohl als auch, ist privat und öffentlich. Das ist das 700er Vario Pack, quasi von Schnibbel Modding aus dem Mod Hub. Weil es gibt so ein paar private Anpassungen da drin, ne? Gibt es dann nicht in dem Pack drin, ist so nicht zum Download dann. Was mit dem New Holland T7? Ihr habt noch 10 Kubik, ja, warte mal. Warten. T7 geht bis 313 PS, glaube ich, zumindest so in der Ingame-Anzeige, ne? Würde ich sagen, ist zu dünn für einen Köckerling-Vektor 6 Meter mit Meißelschare. No Holland. Was sagt das Konto? Ach so, zum New Holland oder was? No Holland. Konto sagt Fendt. Fendt muss er haben, sagt er. 7R, ja, auch. Was kostet die Gärreste? Das rechnen die ja ab, das müssen wir später bezahlen. Weiß ich nicht. Brinker schon auf dem Rübenland, ehemalig. Also ich fahre auf der Ostsee mit Fendt 7,22,8, 18 TMS und 39 und in Class 87. Bei mir gibt es nur OnlyFans. Ja. Also der 39 wäre halt auch nochmal eine Option.
war. Weiß ich nicht. Gibt's ja keinen Valtra-Coup her. Du kaufst dir einen gebrauchten Fendt 930 TMS. So. Musst du mir noch zeigen, den Landwirt, der das macht. Oha, hat er sich da vorgestellt. Urbi, moin, grüß dich ja. Ausgeschlafen oder wo kommst du weg? Gut aus hier. Wenn man einen Trecker für Transport und Ackern braucht, kommt man an einem Fendt einfach nicht vorbei. Und ich meine, wenn du dir mal einen Schlepper wirklich angeguckt hast, Fendt? Vorbei. Fendt 24.9, grüß dich Mäusen. Nee, kein 39 TMS, ein Vario Gen 7. 39? Ja, aber 30 reicht nicht, glaube ich. Also 36, 33 muss es auf jeden Fall sein. 36, denke ich, wäre beste und 39 wäre mit ein bisschen Luft nach oben noch. Den Köckerling Vector. Das Bild ist halt echt eine ganz andere Welt, wirklich. Fällt euch das auch auf? Ist das wirklich vom letzten Stream vielleicht zum jetzigen, dass das Bild besser ist? Ich habe echt mein OBS irgendwie falsch eingestellt gehabt wohl. Pizzateig kneten ist er. Jo. Schmecken lassen. Einen dicken Case Optum. Tom Trecker, aber der geht auch, glaube ich, nur bis 310, 320, 330 oder sowas. Meine ich? Weiß ich nicht. So. Der Zubringer steht noch da hinten. Dann ist da noch mal eben was holen. Gerade Feierabend, die letzten Festmeter diese Woche vor den Wassermassen. Letzten Tage gerettet, heute als Einzelkämpfer unterwegs. Nee, die Zubringer fahren hier, die sind bloß in anderen Kanal. Wollen nicht rüber. 936S4. Darüber haben wir uns gestern unterhalten, da ist meine Meinung und bei Jannis auch. S4 finde ich optisch auch sehr, sehr schick. Aber ich finde halt im LS mittlerweile gibt es da nicht so ein richtig schickes Modell mehr. Die sind halt relativ alt, die Modelle. Und dementsprechend die Qualität der Mods ist dann irgendwie nicht mehr so schick, ne? Also wenn du jetzt hier so ein, hier wie der Gen 7 Fendt hier, oder ist das überhaupt, Fendt 1 halt auf jeden Fall, das ist ja alles neu reingekommen durch Giants. Dadurch ist hier einfach eine viel bessere Qualität irgendwie in dem ganzen Modell. Ja. Dass das irgendwie schicker aussieht. Und, ja, weiß ich nicht. Wenn du dir das aussuchen kannst, dann würde ich da jetzt auch einfach eher mal die neueren Modelle fahren wollen, auch. Aus dem LS22 und nicht aus dem LS17. Du hast recht, die Facecam schwimmt. Ist das so?
Urbi, das ist unser Fan hier. Eieiei, hast du mitbekommen? Ich bin voll weggerutscht. Alter. Ne, das ist der 724, aber Möllering fast, ne? Möllering ist heute unterwegs und daher selber Gülle ausbringen. Stunde muss ich mal am Stream messen. Eine Stunde haben wir den jetzt schon. Hat der Klaas wäre auch keine Alternative. Ein großer MF. Großer MF wäre auf jeden Fall eine Sache. Der große 900er Axion wäre auch eine Sache. Aber das sind halt auch richtig. Weiß ich nicht. Wenn ich es mir aussuchen kann. Ich glaube, ich Fendt nehmen. Das Einzige spricht halt Anschaffung an. Dagegen. Was sagt ihr denn zu einem Axion, Xerion hier im Münsterland? Sowas, wo man fährt? Irgendwann mal, sag ich mal, ne? Wenn noch mal ein paar mehr Scheine auf dem Konto liegen. Neuner Deutz, nein! Drehst da raus. Gleich hast du einen Bann hier. Waren genug in Landersong, echt. Ist dann so eine Xerion-Kombination gesehen mit einem, ich glaube wohl Saatgut oder sowas hinten drauf. Und dann so eine Imans-Kombination hinten dran. So, ne, so eine Spatenschäler, Mulcher, Drille, alles in einem oder sowas. Sinney, grüß dich. Moin, moin. Auch schon länger nicht mehr gelesen. Saug mir doch mal wohl mal was ab hier. Mal so einer wäre doch schick für uns, oder nicht? In den richtigen Farben dann natürlich. Was denn? Wirklich da an der Birke hängen geblieben. Und Brinke abkaufen. Immer der gleiche Trick. Stress in letzter Zeit auf Arbeit, privat, Hochzeit. Ey, vorsichtiges Glückwunsch, wenn es deine ist. Bin fest im Sattel, sagst du? JCB, nix. JCB ist wirklich nicht schlecht, aber der große davon, der gefällt mir gar nicht. Wenn dann nur dieser 4000er. Aber der würde nicht als Ackerschlepper, also den kannst du auch nicht von Vektor sehen, ne? Kiwi, grüß dich, moinsen. Lieber Klaas, ja, ja. Also wenn schon hellgrün, dann Klaas. Also bei den neuen Modellen. Die alten Klaas, ich habe erst heute, die alten Deutz, habe heute erst nochmal mir so ein 661 Mod angeguckt. Gefällt mir wohl immer noch. Auch wenn die 17er sind, aber die finde ich echt immer noch ganz schick. Und auch in Real Life finde ich die geil. 936 Gen 6 oder was ist das? Bei Brinkers, das ist ein 942 Gen 7. Jesus Christus Baumaschine, so nämlich. Hannes Kreuzer, grüß dich. Moin, moin. Schönen Samstag gewünscht. Schön, dass du reinschaust. Welche PS-Klasse sucht ihr denn einen Schlepper? Also ein Schlepper, der
zum einen unseren Kerner Corona im Handumdrehen hinterspannt oder und sich aufbocken lässt oder sich eben von einem Köckerling Vektor spannen lässt mit Meißelschale. Also ein Großtraktor. Wir hatten einen 631, der brüllt mit Straight Pipe echt gut. Auf jeden Fall. MF 8700S. Aber wenn du mit dem MF kommst, wieso dann kein Fendt? Also Fendt hast du wenigstens einen guten Wiederverkaufspreis, ne? Das macht jetzt in-game bei uns nichts aus, weil wir ja dieses Regelwerk draufgelegt haben, mit an Stunden gekoppelt. Müsste man auf jeden Fall für den nächsten Spielstand auch nochmal drüber diskutieren, wie man das nochmal ein bisschen realistischer gestaltet, ne? Weil man das nochmal ein bisschen, also komplizierter machen kann, dass nämlich ein Fan zum Beispiel sich eben auch doppelt lohnt, weil der Wiederverkaufswert ein anderer ist als ein Muffy. Das heißt, an die 300, über 300 PS, bitte. Wir suchen irgendwie so 300, 330 bis so 360 wäre gut. Klappen hier. Mal Rest raussaugen hier bei ihm. Jo. 39 TMS gibt es hier einen, der fährt mit 400 PS. So, jetzt lass mich mal eben nachdenken. Haben wir die hier runter? Haben wir erstmal hier runter, wa? Erstmal hier hoch. Ist Jan unterwegs? Eine reicht, ne? Ja, Jan ist unterwegs. Eine reicht hier und dann kurz mal eben in die Planung geguckt. Die 53 durch. Eigentlich die 34 Hof machen, ne? Dass wir die großen Flächen runterkriegen. Vielleicht die 34 machen, 50 ist noch aus hier, 32, 52. Dann können wir noch ein bisschen gemütlich zum Gülle fahren. Von hier runter.
Als Ackerschlepper wäre da nicht ein dicker 8R was für euch? Ja, aber dann hast du da den. Also ja, als Ackerschlepper ja. 8R. Boah, 345 oder vielleicht reicht auch 310 oder so. Aber den sehe ich halt nicht so im Transport und so, ne? Er wäre halt auch cool, aber auf Raupe, da ist dann auch gar nichts mehr im Transport möglich. Ja, 310 würde langen hier. Der hier. Kannst auf jeden Fall auch was mitmachen. 900er Pelle, Radgewichte. Gehen wohl auch noch größere Reifen, oder? 42, 44er daran, oder was? Aber eigentlich, was frage ich, ne? Onlyfans. Es ist doch so. Maurox. 4242 seit 22 Monaten. Vielen, vielen Dank für 22 Monate Resub. Dankeschön. Mit der 1050er. 1050? Er fängt bei fast 400 PS an. Was hat er denn hier? Ist er kaputt hier? Gut gepatcht? Klar. Reifensound ist das Skript von Peter AH. Müsste, ist im Testing in der ModHub. In der ModHub Testliste. Testliste dauert irgendwie aktuell 2 Wochen oder sowas. Zumindest was Peter mir gesagt hat oder wovon er ausgeht. Knapp da, ne? So. R310. Ja, also auch wenn da größere Reifen drauf wären, kann ich mir den grundsätzlich auch gut vorstellen. 7R ist eigentlich immer einer, den ich ganz gut finde. Acer 79, grüß dich, moin moin. Das sieht scheiße aus, 1050er Reifen da drauf oder was? Also ich würde dem auch keine Trelleburg aufziehen, ne? Davon ab. Würde mich da wieder für Michelin Axio Bip stark machen. Bei mir irgendwie am besten. Striker Fendt 939 TMS. Vario TMS. Du meinst den der S4 noch, ne? 939. Den 50, du meinst denn von der Breite her Tausender? Ne. Ne, gibt's nicht. 728 als Mod ist nicht. So, warte mal, jetzt mal eben hier. Die Karte sieht super aus, dann fahre ich jetzt von oben. Und
Vielen Dank für die Rüben. Seit der Rübenaktion samt Schreddern in einem der letzten Streams habe ich jetzt extrem Bock auf Rüben. Ganz schön zeitintensiv. Echt, Urbi? Janis hat auch Bock auf Rüben. Mal kicken. Wenn sich das hier für die irgendwie nochmal anbietet, dass ein Milchviehbetrieb oder sowas nochmal Rüben abnimmt oder hier, weiß ich nicht, vielleicht macht Brinker das ja auch. Also ich reiß mich nicht um Rüben, muss ich ehrlich sagen. Das eben fressen. Schmecken lassen. Habe ich noch drin? 1000 Liter. So, warte mal, bevor wir hier reinfahren, dann nochmal eben Jan anfunken. Nochmal was vom Zubringer bekommen. Wo soll ich hinfahren? Hier unten, wo ich bin jetzt. Bist du das? Nee. Wo bist denn du? Nee, ich, Juki, welches Feld danach? Ich würde 34 vorschlagen, direkt am Hof. Over. Ich würde 34 vorschlagen am Hof. Over. Stop. Da bin ich voll dabei. Dieser MB-Truck mit den 1000er Reifen und Düngerstreuer. Also einfach nur, weil es geil ist. Macht jetzt nicht so viel Sinn hier für uns, aber ist geil, ja. So. Position Farming, so zeigt er an. Jetzt kann ich nämlich hier ich schön trocken gelassen. Jetzt kann ich einmal zurücksetzen, einmal hier runterziehen oder hochziehen, dann hier das Vorgewende und oben, wo die Rübenmiete war, runter vom Acker. Dann sind wir hier durch. Ich glaube, das reicht. Jan, wir können gleich zu 34 rübersetzen. So. Hast du Gülle auch schon? Man sehe ich ja auch nicht meine Lieblingsfrucht, aber die Logistik dahinter mag ich doch schon sehr. Einen hole ich noch, da bin ich leider raus. So, haben wir da schon mal zugemacht. Let's, Kollege. Korrupter Inder, moin moin. Wie geht es? Ja, wie du siehst, ein bisschen Gülle fahren hier im Münsterland. Weiterhin im Münsterland, sechstes Jahr hier. Oder Jahr 6, quasi das siebte Jahr. In der Ecke ziehen. Und reinzirkeln. Öy, Pascal, moin. Oh. Wie jetet? S4 Mainzer Striker, ja, genau.
Sieht gut aus. Wir decken alles ab. Hier links war nochmal spannend. Jo, ist alles mit drin. Hat ausmachen wieder. Herrlich, herrlich. Ist das schon eine Fläche von der Pronto? Nein. Ich müsste lügen. Meinen wohl nicht. Meine nicht. Bin mir aber unsicher, ne? Ich habe halt eine Fläche gemacht mit der. Und ich beide Prezi hatte auch noch mal richtig was ich bei Hektar noch mitgemacht, aber ich weiß wirklich nicht, welche Flächen das waren. Schönes Gespann, ne? Gefällt mir auch sehr. Geht so, lag bis gerade im Bett, war mal wieder krank. Ach nö. Mensch. Die Kinderkrankheiten, das ist es, ne? Immer schön die Seuche ins Haus eintragen. Auch am Gülle fahren, aber mit LKW von Grube zu Grube. Oha. Denn man frohes Schaffen bei dir, Dennis. So. Wir gucken gemeinsam drauf und gibt, keine Abzüge in der Note, oder? Sagen, da haben wir Jannis, Güllekünsten auf jeden Fall Konkurrenz geboten. So ist das Leben als Familienpapa, nicht? So ist es, ja. Ja. Wer viel mit Kindern zu tun hat, der hat viel mit Viren, Bakterien zu tun. Ist so. Wario Power, grüß dich, Moinsen. Würde dann für den neuen Schlepper ein Alter gehen? Ja, die Q-Serie. Die Q-Serie ist das Tauschobjekt dann. Guck mal, es klappt. Joki, es klappt. Vielen Dank, Schissel. Agrario, falls du noch da bist. Das hat geklappt. Wir gestern im Stream kam Schissel, sagte, du musst die von den Splines die Rotation freezen oder so. Und zack, fahren die Autos vorbei. Fertig. Großes Träumchen. Wie, das geht nicht, Skyrush. Das geht nicht. Einmal nach hinten durchlernen. Wie, auf dem Acker oder was? Naira Mais, das Update ist auf jeden Fall in der Mache, aber es gibt es noch nicht. Meine Güte, das war sehr schlau, oder? Das aber, na, Positionierung. Doch, doch, wir sind sehr zufrieden mit der Q-Serie. Nur, das geht hier um Kollege Grubber. Wenn du dir den Kerner Corona ja mal anguckst auf 5 Metern, 160 PS und wir haben den auf Maiseschan,
dann arbeitet er ja auf 25 cm Tiefe. Und 5 Meter, 25 cm tief auf den eher schwereren Böden, da ist 245 PS bei der Q-Serie auf jeden Fall Obergrenze. So der realistische Abgleich dazu. Der zieht das wohl gut in-game, ne? Aber realistisch würdest du da auch nochmal eine Schippe drauf, also was anderes davor spannen. Eigentlich einen dickeren Schlepper. Sowas fährst du nicht einfach mit einem 250 PS Schlepper, sondern da wird es halt 300 PS davor setzen, auf jeden Fall. Und damit wir den leichter ziehen können und die Option haben, irgendwann auf den Köckerling Vector mit Meißelschare dann aber zu gehen, dann brauchen wir da auf jeden Fall nochmal ein paar PS mehr. Deshalb ist die Überlegung, wenn einer weg, dann die Q-Serie, um da dann eben einen stärkeren für zu haben. Oh, wir haben voll. Der wohl aufnimmt oder macht er Fotos? An der S-Serie. Mag die nicht, ehrlich. Mag sie einfach nicht. Die ist mir zu lang vorne. Sören, grüß dich. Moin, moin. Sima Krau, grüß dich. Moinsen. Das ist die Landersum-Map. Pascal, ich wollte gerade sagen, dass ich nicht gesagt habe, gute Besserung. Aber dir scheint nicht mehr zu helfen zu sein. Meister, vielen, vielen, vielen Dank für 5 Gifted-Subs hier. Da habe ich auch extra den hier dafür auch. RLSF-Stück. Vielen, vielen Dank, Meister. Ist doch nicht nötig, wirklich nicht. Ein schönes 9,39 Gen 7. Ja, genau. Genau. Damit gehe ich jetzt einher, Vario Power. 9,39 Gen 7 bin ich voll dabei. Und 36 reicht vielleicht auch. Gönnt, 98. Lieber, you know. Ja. Ackerfieber. Oh, warte, wir müssen aber mal eben kurz Monaten in die Liste reingucken. Ihr könnt gerne mitgucken. So, habe ich jetzt hier eben abgeschlossen. Ne? Hier waren wir auf Automatik draußen. Jetzt gehen wir auf die 34, ist auch auf Automatik. Hier können wir mal eben kurz abschließen. Und wenn wir jetzt die 34, da müssten ungefähr 60 Kubik drauf gehen. Das heißt, vielleicht passt das sogar ganz gut. Mit einem Zubringer. Mal gucken. Mal gucken. Hier sind wir auch schon durch. Da geht er jetzt auch hier rein. Also vielen, vielen Dank nochmal, Pascal, für deine Fünferbombe hier. Für Jan, für Trekki, für Worker, für Farm for Future, für Seppo, vielen, vielen Dank. Und Cine, aller Ehre, aber 25 Monate, ne? Vielen, vielen Dank für den Resub im Prime. Dankeschön. Ach, wofür denn, Pascal, wofür? So, bitte im Auge behalten hier mal gerade.
Genau, wir haben hier auf jeden Fall schon gut was drauf. Jetzt geht hier 11 Kubik auf dem Hektar. Das heißt, wir werden hier relativ wenig Verbrauch haben. Joki, wenn du wieder losfährst, dann schaffen wir das, glaube ich, ganz gut mit einem Zubringer. Ah, willst du mitfahren, oder? Will er nicht. Was ist er denn nun? Dass er mir die Schläuche dazu wegschneidet, oder was? Gute und entspannte Unterhaltung und lehrreiche Streams für Hobby der virtuellen Landwirtschaft. Ja, na gut. Also ich hoffe, Entspannung, ich brauche sie selber, ne? Die suchen wir alle. Wir hören ihn nicht, ich höre ihn auch nicht. Also Discord, da sind die Jungs gerade drüben. Weiß nicht, kann auch sein, dass sie da noch am Rumwerkeln sind, an ihrem Hof oder so. Ich höre ihn auch nicht. Mir passiert das tatsächlich leider öfter, dass ich dann mal aus Versehen den Discord-Quelle sozusagen nicht mit einblende. Zwei Bahnen schaffen wir hier auf jeden Fall dann. Hallo. Hallo. Moritz LS. Was soll ich machen? Ja, wieder losfahren, weil dann würden wir es hin. Der ist voll. So. Ach so. Ja, ich mache den Schwimmer jetzt komplett voll immer. Ah, okay. Ja, das ist jetzt. Und den Rest durch ins Dings, ins Becken. Ja. Moritz LS, danke für den Prime-Sub. Moin, moin. Einfach keinen Bock auf dich. Ich glaube, du bist eine Ratte, ey. Die anderen jetzt schon los? Welche anderen? Nico und Jan. Was sollst du machen? Jo, das passt. Wollt ihr eigentlich Gerrits denn nicht von uns haben oder ist es Absicht? Ich dachte, gestern hieß es, ihr habt keine mehr oder ihr müsst gucken nach. Ach so, stimmt, wir müssen selber gucken, ja. Deswegen, ich dachte, das war schon klar, also gestern schon. Sieht leicht versetzt aus, ne? Hier waren wir auf jeden Fall mit der neuen, mit der Pronto. Na gut. Passt. Habt ihr eigentlich die Fruchtzerstörung an oder macht ihr nur die Fahrgassen mit Proceed? Fruchtzerstörung ist an. Und die Fahrgassen werden mit, ja, also einmal mit Proceed oder mit manueller Fahrgassenschaltung eingefahren. Nico, moinsen. Mir muss einkaufen. Tschüssing. Jan, bis später vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir es noch hören, wie lange ich noch schaffe. Joshua, grüß dich. Moinsen. Habt ihr auch den Fruchtfolgen-Mod drauf? Nee, den haben wir nicht drauf. Kannst du mir mal gerne erklären, ist das so, dass das was bringt in der Fruchtfolge? Also, dass wenn die Fruchtfolge eingehalten wird, es da einen Ertragsbonus gibt? Oder ist es nur so Planungshilfe? Morgen, wenn dann. Okay, dann morgen bin ich, glaube ich, im Delirium. Gibt wohl einen Bonus. Idee, es wird das Skript. Wir müssen so lange ohne auskommen. Noch ein Skript ist zu viel, ne? Schön, dass du noch online bist. War gerade mal mit der Feuerwehr draußen. Father Reed, und gab's Einsatz oder was?
du jetzt gerade los? Ne, du bist da, ne? Hast du mich gemeint? Mhm. Ich bin komplett voll sterben. Ja, ich habe gerade gesehen, aber ich dachte, du bist gerade gefahren irgendwie, als ich da hin muss. Ja, ja, ich habe den Ding weggefahren, den Lifeguard. Ah, okay. Boah, wir kommen wirklich dann hoch. Er will wirklich dann mit uns reden. Ja, no, ist okay. Hab ich auch manchmal. Will ich auch nicht mit dir reden. Nach der Broschüre. Bitte? Ach, bitte? Bringt Plus oder Minus, aber eventuell haben wir einen Bug gefunden. Oh, okay. Ja, würde ich jetzt auch deshalb, also einfach um hier die Skripte zu sparen, würde ich den jetzt auch nicht vorschlagen hier für den Server für uns. Ist halt einmal immer wieder ein Wagnis, ne? Neue Skripte raufzunehmen, die irgendwie den Spielfluss dann entscheiden. Racer, grüße ich. Dir natürlich auch ein schönes Wochenende gewünscht. Schönen Samstag erstmal auf jeden Fall. Kommt es dann, dass die Fahrgassen nicht komplett ausgefahren sind? Ich kenne das nur vom LS, dass man riesige Streifen in den Feldern fährt. Ja, das wird mit Proceed gemacht. Ne, da werden dann so zwei kleine Spurreißer laufen denn da drinne oder die Drille wird eben an den Stellen ausgeschalten und dann läuft da auch nichts auf, kein Getreide. Da musst du dich mal mit dem Proceed-Mod beschäftigen. Damit geht das. Ja, die Wetterstation ist wirklich sehr gefährlich, wie sie da steht. Ich verstehe auch nicht, warum ihr die so dumm dahingestellt habt. Hat er doch erklärt. Und dass unter dem freien Himmel steht, oder was? Ja, und weil man davon ausgehen kann, dass man im Verlauf auch mal an die Wetterstation ran muss, um da eben Akkus oder sowas zu tauschen oder überhaupt mal zu fixen. Ja, aber da gibt es so viele andere gute Stellen, wo dann mitten in der Felle einfach steht. Mhm. Ja, auf dem Dach mit einer Leiter wäre vielleicht auch ganz schick gewesen. Haben vorgestern beim GPS-Hack sind ca. 600.000 weniger Ertrag gehabt als ausgerechnet. Entweder lag es an Mais Plus oder an schlechter Fruchtfolge. Bei irgendeinem Server-Neustart hat er die vorherige Früchte durchgemischt. Oh, das ist doof. Ärgerlich. Oh, wenn man das schon hört, das ist schon ganz gefährlich. Ja, ja, ja. Oh Gott, stell dir mal vor, das müssen wir noch raussuchen aus dem Safe-Game, was die vorherige Frucht war, dass das wieder stimmt, die Informationen. Nee. Also da finde ich es besser so, dass man das aus der Erfahrung heraus macht, dass man die Fruchtfolgen einhält. Da jetzt nicht den Bonus unbedingt mitnehmen muss, sondern dann einfach einen guten Ertrag hat, wenn man eben alle ackerbaulichen Prozesse, die gut sind für den Ertrag, dass man die einhält und dann den Optimalertrag dann eben erhält. Und wenn man eben beispielsweise mal das Messerwalzen nicht schafft oder so, oder den Stoppelsturz nicht schafft, sondern direkt Robot, das dann eben durch den normalen spielinternen Prozess die Ernte nicht ganz optimal wird. Ne, das reicht. Jetzt habe ich aber Frosch hier im Hals. Kannst du bei Gelegenheit mal Videostream mal erklären, wie ihr Fahrgassen fahrt? Ihr fahrt ja mit 6 Meter Maschine. Joshua, da bitte den Stream dazu angucken. Da bin ich, oder habe ich quasi den Lehrgang selber gemacht, ne, bei Prezi, der mir das mal erklärt hat. Wichtig ist einfach, in 3 Metern zu denken, auch mit einer 6 Meter Maschine. 6 Meter Maschine hat links und rechts quasi eine 3 Meter Maschine. Wenn du dir das vorstellst und generell so ein bisschen das Verständnis dafür hast, wie Fahrgassen eingefahren werden, dann ist es nicht so schwer. Aber ne, für mich als Laie, ich weiß nicht, wie du da drauf bist,
ist das erstmal so ein bisschen gucken, ein bisschen Visualisierung dazu und dann geht das. Aber da den Stream nochmal gucken, aber ein extra Video, das schaffe ich momentan nicht. Achso, ja genau, und in der ersten Wachstumsstufe fährt man nichts kaputt. Das ist auch nochmal so richtig Hannes Kreuzer. Danke. Ja klar, hier mit dicker 900er Pelle und so müsste eigentlich alles kaputt fahren, aber das sind keine Pflegereifen und es ist auch nicht eingetragen oder ähnliches, sondern einfach die erste Wachstumsstufe, die ist resistent. Das wäre in Real Life eben auch so. In der Wachstumsphase, da stellen die sich wieder auf. Da können sie wieder rauswachsen. Genau, auf Lens VOD findest du den Stream. Der zweiten Wachstumsstufe, richtig. Ja, bei uns hat man den Hof noch ein bisschen aufgehübscht. Bei euch nochmal? Ein paar Büsche, ein paar neue und ein paar neue Pflanzen. Wir haben gestern eingebaut. Was habt ihr denn da für live gar schon wieder für eine schöne Deko rausgeholt? Ach, ist das das? Ah, ich weiß, was das ist. Mhm. Wenn man lieb fragt, ne? Das kann Jan besonders gut, glaube ich. Ganz lieb gefragt. Im Güllebot ist wieder Gerste, ne? Kannst du hier rüber schauen? Hey, komm mal her. Komm mal hierher. Hey. Da sind noch Gerste? Ja, hab ich wieder ein bisschen was. Da gelassen. Ja. Das ist gut. Lass jetzt pro Tour 6000 da. Ist gut. Ich die ja nicht rausziehen. Ja. So hat's aber nicht alles, oder? Nee, 20. Glumpi, moin, moin. Wollt euch nur informieren, damit ihr noch rechtzeitig den entfernt. Den Fruchtfolgemod. So, wir hoffen, dass es am Fruchtfolgemod liegt. Jemand, der nichts Außeres bekommt. Ja, also Pascal, wir sind momentan mit neuen Mods jetzt auch vorsichtig, weil jetzt erstmal Mais Plus ja drauf gekommen ist, dann diese Animal Extended System. Und da ist halt schon extrem viel wieder durcheinander gekommen. Das musste jetzt auch erstmal wieder alles justiert werden, aufeinander abgestimmt werden, sodass da dann die Verbräuche, die Erträge und so weiter wieder zusammenpassen. Sodass wir da jetzt auch gesagt haben, erstmal nicht, keine weiteren Veränderungen. Also so ein Fruchtfolgemod, das wird genauso wie bei den Tieren, da haben wir jetzt auch nochmal was überlegt, ob wir da im nächsten Jahr auch nochmal ein bisschen was anpassen, aber wenn, dann erst im nächsten Jahr. Und ich glaube, so eine Fruchtfolge, das wird, also fände ich auch cool, aber da würde ich jetzt auch nochmal mit warten. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du das sagst, dass man da vorgewarnt ist. Angucken, aber das passt.
muss sagen, ich würde wirklich, ne, ich habe es vorhin scherzhaft gesagt, aber Güllefahren macht schon echt Spaß. Aber Möllering bewerben. Falls sie mal Personal einen Engpass haben. Hengstebeck meine ich natürlich. Du 87, grüß dich. Boah, das ist doch so geil mit dem Verkehr, dass das jetzt funktioniert, ne? Ja. Schön vorbeifahren lassen. Wie viel Meter hat das Gestänge? 21. Alles auf 21 Meter, was wir hier im Münsterland fahren. Bisher, ich weiß nicht, ob die neuen Betriebe sich da anders aufstellen, aber ich glaube auch, ne? Die haben, also ich glaube, Nico hat es auch geplant auf 21. Ich glaube. Ja. Neue Schlepper, dann war auch wieder 4 Stunden drauf jetzt. Ja, das Bild ist geil auf jeden Fall. In die tiefen Unschärfe. Jo, Tristan, danke für die Bilder. Aber nicht der größte Fan von den Trelleborg-Reifen grundsätzlich. Aber ja, mal kicken. Oh, Brezi, du, ich muss echt sagen, macht richtig Spaß, mal Gülle fahren. Ein eigener Botti, ob das nicht auch nochmal was wäre? Auf einmal haben alle Betriebe einen eigenen. Ja, auch als Michelin oder BKT. BKT auch nicht, Michelin dann mal kicken. Ja, ist auch so. Auf jeden Fall. Ist richtig top. Macht Spaß. Ist ja vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, wenn Nico auch nochmal einen Pott hat, dass man dann da auch nochmal eben drauf ausweichen kann, falls eben mal auf einem anderen Hof Betrieb ist und wir dann trotzdem irgendwie einen Zeitdruck haben, da dann nochmal drauf ausweichen zu können, dann auch nochmal möglicherweise einen Tridem zu leihen. Ja. Ja, ist auch so. Einfach beim 1050, genau, die Reifen sind alle drauf. Elias, grüß dich, moinsen. Janne, auch einen wunderschönen Moin Moin. Oh, hab ich alle. Haben die da bei euch eigentlich mittlerweile die A7 wieder frei? Wie bitte? Haben die bei euch die A7 mittlerweile wieder frei? Ja, ja. Ich meine, das letzte Stück wurde heute freigegeben. Rixia, moin moin. Wie machst du das mit dem, wie machst du das ohne SimDashboard? Musst du immer hart einstellen. Ja. Was meinst du? Ah, dass es sauber läuft, ja. Ich weiß jetzt, dass ich hier zwei Bahnen fahren kann, ne? Und dann stelle ich es kurz ein. Hab
ja, alle mal das ganze Sim-Dashboard-Programm neu installiert, aber mir ist es was dann ja auch weg. Nee. Ich hatte es ja gar nicht, ne? Ich hatte gar nicht das Problem. Old Heat. Hey, hängst du weg? Moin. Moin. Du hast Arbeit machen sagen. Gülle, Gülle, Gülle. Gülle und Bewerbung schreiben für Firma Möllering. Hängst du weg? Ah. Ehrlich ist das, sag ich dir. Macht Spaß. Ist herrlich. Ja. Und schön so, ne? Weil das ist so, das, diese Sicherheit, die du einfach hast. Den Acker schön rauf und runter, einfach der Gasse hinterher, fertig. Ja. Das ist schön. 21 Meter, schaffst du richtig was weg. Ist schön, ne? Mhm. Und hin und wieder kommt dann einer zu dir hingefahren, sagt mal hallo. Moin, moin. Kommt gleich eine Synchro. Oha, mhm. Wie seid ihr denn bei euch unterwegs mit Stickstoff? Seid ihr durch? Nö, noch nicht ganz. Das sind jetzt noch vier kleine Flächen. Das ist alles okay. Entspannt. Ja, ich glaube, nachher 34, also wir haben jetzt noch die drei kleineren Flächen auf jeden Fall über. 132, 50, 52. Könntest du gerne übernehmen später, wenn du Zubringer hast. Ja. Nee, Brinker ist auch noch nicht durch. Mm-mm. Da ist noch ein bisschen was. Ja, Max, genau, 20 Kubik. Jo. Von der Firma Hengste weg. Ne? Oh, Prezi, also das, was Lenz heute gemacht hat, ist das erste wieder, nachdem wir aufgehört hatten. ...53, 34 sind jetzt. Ja, siehst du. Er sagt No Holland heute. Ich weiß nicht, ob der auch nochmal an den Start kommt später. Wie No Holland? Ich dachte, Möbeln kaufen. Nö, wurde abgesagt. Weil wegen ist nicht, ne? Muss Gülle fahren. Ja, dann hat er ja Zeit, oder? Ja, meine ich aber auch. Weil wegen Reisetauglichkeit. Junge. Alter, Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Das ist mir leid. Was ist das denn? Ich kann nicht fahren. Was ist das denn? Redi ein ab. Ne, wie hat er gesagt? Ein Abstrahlen. Ja. Ja, ist von Mölli, Basti. Geh weg, ich bin Hohlflüsserer. Ja, siehst du, Prezi, dann ist das doch LS genau das Richtige, um ein bisschen abzuschalten, runterzukommen. Ich verstehe gar nicht, wieso. Der hat da nur einen Pilz getrunken. Ja, ein Pilzkin. Ein Pilzkin. Und dann auch noch so ein 0,2er, also, weißt du, so ein Anstaltspilz. Oh, das ist so nervig mit dem Silo, dass das aus der Schaufel rausbackt, sobald du aus dem Silo raus bist. Ja, aber da musst du dann eine andere Schaufel nehmen, nicht keine zum Schieben. Ja, ich glaube nicht an der Schaufel. Doch. Hast du eine, die nicht schiebt? Ja. Für den Telelader? Ja. Gut. Nee, für den Telelader nicht, nee. Ja, siehst du. Brauchen wir aber dann. Ja, aber kriegen wir hin. Müssen nur das Leveling ausgetragen werden. Vielleicht die Greifschaufel oder so. Eins. Der Bertels braucht auf jeden Fall noch eine Schaufel, wo es weitergeht, ne? Zum Silo verschieben. Ja. Zum TCM-Silo. Quicke nehmen mit Adapter, sagt er. Multit, Basti, grüß dich. Ja, mit Adapter, sehr gut. Ist gut, ist gut. Ist gut. Ja, aber wenn jetzt Ringi da ist, muss ich noch mal weg. Nee, ich bin so ewig auch nicht da. Ich muss gleich noch mal eben. Weil du bei BGA füttern und dann war ich gleich noch bei Robert aufs Sofa und später bin ich dann. Aber da. Wieder ist er da.
Jo. Ja. Joki, so viele Fässer sind das nicht mehr. Ja, ja. Halbe Stunde habe ich noch, aber länger. Okay. Weil ich jetzt auch alleine unterwegs bin, das war total die Strecke. Ja. Ja, ich war gestern auch mit Schaubi alleine und wir haben eure Flächen weggemacht da. Ja. Ging auch alles. Ja, also wir sind aber relativ zentral. Ich muss einmal hier aktuell gerade fast über die komplette Map gondeln. Ja, musst du Joki auch. Schaubi. Bist du Ben Lage hin? Okay. Ich habe auf jeden Fall gleich keine Zeit mehr. Wie viel habt ihr überhaupt noch im Lager? Wir bei uns fast eine Mille. Brinker wollte ich gerade sagen. Joki, wenn du willst, kannst du auch mal fast übernehmen. Und ich fahr mal eben euer neues Gespann. Ja, können wir machen. Mit einem auf die Entfernung ist das nichts. Ja, geht eigentlich, weil wir hier das Zwischenlager haben. WC. Huch. Bist du schon da, oder was? Na sicher. Bitte einmal die Schläuche einmal neu ran und raus, bitte, für die Synchro. Und dann auf automatische Ausbringmenge. Sieht aber schon gut aus mit dem 7er. Wolltest du doch den Wald dran nicht nehmen? Doch, wollte ich, aber dann kam Prezi rein und sagt, oh, die dicke Pelle ist gut im Frühjahr. Dann hatte ich keine Argumente mehr. Ach, da eben noch mal ein paar Stunden auf den Wald rauhauen? Auf Automatik, ne? Ja. Wo muss ich denn hin, in welche Bahn? Bist du da eben unten? Ja. Kiba Turbo? Was ist das denn, Prezi? Was macht man denn in Kiba rein? Wodka? Schwobi, moinsen, grüß dich. Der Güllemeister ist hier hinten im Chat. Rickard. Ängste weg. Moin. Wo ist denn dein Gespann? Viehhändler. Ach so. Der Viehhändler? Ich dachte, ihr kriegt es von Bertels, von Brinker, die Gülle. Nein, die haben ja nichts mehr. Welches Feld ist das jetzt hier? 34, ja? Gestern leer gefahren. Was? Brinker hat fast noch eine Million Sitzen. Gülle oder Gärreste? Gärreste. Deswegen habe ich ja vorhin gemeint. Wir haben 800.000 im Fass. Aber ich habe dich doch gefragt. Du hast doch gesagt, ja, stimmt ja. Ich weiß ja nicht, was wir noch. Ich habe ja nicht gewusst, was wir noch brauchen, aber scheinbar ist mir dann ja durch. Sie hat geschrieben, wir haben auch noch was offen bei denen. Zappel immer noch Kirsche, Banane, Wodka. Das vor allem das letzte, sehr widerlich. Was muss ich? Du bist keine 20 mehr. Kannst du vorher wissen, dass das dahin losgeht? Kirsche, Banane, Wodka, Energy. Das ist richtig geil, also klingt richtig geil. Boah. Kirsche, Banane passt voll geil zusammen. Das klingt nach Delirium. Das ist völlig weggebeamt. Das klingt nach Kontrollverlust, aber das haben wir ja, ist ja bestätigt worden. Ja, wem sagst du das? Hat sich immer noch nicht geäußert, aber noch ankommt heute. Das weiß er auch, glaube ich, selber noch nicht. I like to watch German players on farming. Nice gameplay. Very different from the Italian one. Do you have a lot of Italian followers, or I am the... Ja, du bist der Einzige. You are the only one. Bricks, ja. Obwohl, nee, doch. Nee, Brian ist nicht Italiener. Niedersachsen Game, grüß dich, moin. War Brian nicht aus Dänemark? Nee, Irland, meine ich. Achso, aber irgendeiner war auch aus Dänemark.
auf der stabilen Seitenlage hochkommen, vielleicht kurz HKF. Muss ich auch jedes Wochenende so wegdübeln muss, ne? Also Wegdübeln. Ist schon doll. Doll unterwegs. Ja, da gesagt, schlimmster Januar. Ja. Besser kannst du nicht reinstarten ins Jahr. Und zugleich das ganze Jahreskontingent aufgebraucht. Ja. Das ist der richtige Schlepper. Ja, das wäre einer für uns hier. Der Spezi-Schlepper. Spezi, kommst du ran? AKF hier mit 942. Kriegst du Spezi. Oh, die ist immer gut nach dem Trinken. Schöne kalte Spezi. Vor allem die originale Paulaner Spezi. Jo, die ist sowieso die beste. Beste, wo gibt. Paulaner ist der Doppelspezi das Beste. Für den Prezi nur die Spezi. Aua. Aua. Eigentlich für eine Produktion auf eurem Hof neben den Silos. So, Schweinefutter. Was habt ihr euch da eigentlich noch für den Stall hingezimmert? Ich hätte es in eine noch engere Lücke gestellt. Ja, musst du Platz ausnutzen. Saunstall. Ah. Ja, weiß ich nicht. Also könnt ihr das optisch ansprechen, so wie es da jetzt ist? Also. Ja, also ich finde, es gibt sicherlich bessere Lösungen oder so. Ich hätte den Zaun weggemacht, den Baum, und dann hätte es 2 Meter nach links auf Richtung Feld, dann hätte es dann auch noch eine ganze zusammengepfercht. Ja gut, aber musst du Platz ausnutzen. Wäre Acker weggegangen, teure Acker. Nee, wäre nicht. Nö. 2 Meter, der Streifen ist ja 4-5 Meter. Einfach nur, dass du das ein bisschen verzerrst und nicht so, dass es nicht so drauf hängt auf der Halle. Mit dem hat man auch guten Zahn drauf, hier Alter, 65 hier, Landstraße hochknallen. Ab. Gibt es die zum Download? Nee, die gibt es alles in Einzelteilen, gibt es das im Mod-Hub, aber das sind so verschiedene, mal ein Modell oder ein Teil von der Produktion aus einem anderen Modell rausgezogen und da dann eingebaut und so weiter, ne? Also das sind alle Teile, die gibt es im Mod-Hub, aber so in der Kombination gibt es das nicht als Download. Und der ist jetzt für Jungvieh oder was? Der neue? Nein, da sind die Saunen drin. Und dann holen wir die Ferkels da raus und die Ferkels fahren wir dann bald woanders hin. Zum Mästen. Und in eure vorhandenen Stelle. Was? Und in eure anderen Stelle, die am Hof sind. Nicht nur woanders drin, sondern auch an die Stelle, die am Hof sind. Die 4. Münsterländer Schweinebauer. Optimiert bis nach Meppen. Lex oder Schweine bringen Scheine. Schweine bringen noch mehr Scheine. Nix fällt weg machen. Einfach den Grünstreifen kleiner machen, Lenz. Brezi. Ja. Dass es nicht so aufeinander hängt. Genau, Julian, geschlossenes System. Was ist das denn jetzt hier? Ich. So. Ich fahre nur mal auf Seite, weil der im Weg gestanden war. Boah! Dennis, grüß dich, moin in die Runde, sagt er. Moin. Was wollt ihr eigentlich mit dem Kuhstall da bei Vorschläge? Ne, den wollte ich nur für Nico und so vorschlagen. Ach so. Ja, so wird das doch. Das wird nix. Wieso bist du ein bisschen andersrum gefahren, ne? Ja. Fahr einmal vor und dreh einmal. Ne, ich fahr hier ran, dann kannst du daneben fahren. Oder so. Nicht gleich danach abladen. Wäre ein schöner Stall für die Limper Winkel. Ja. Noch ein Stück vor.
Jo. So, Akku leer, bis später. Brezi, gute Besserung. Jo, Brezi, hau rein. Gute Besserung. Boah, ist bei euch auch so ein Ekelwetter. Oh und ja. Morgen soll es hier richtig stürmisch werden bei uns. Ja, aber ist richtig. Boah. Jucki. Jucki. Sollen wir wieder wechseln? Soll ich fahren? Können wir machen. Warte. Ja, wir müssen nee, ich stehe gerade nur in der Küche. Ist alles gut. Ich muss nur. Warte mal. Wir müssen voran, ja? Die Fläche muss runter noch. Ich will das noch eben fertig haben hier, bitte. Ja, dann. Ich sag dir ja Hunger. Ach, Junge. Wer hat Hunger? Niemand. Das hat er öfter mal. Junge. Ging ja nicht zu Hause? Aber heute gab's wieder Bruschetta. Ja, klar. Okay. Oh, da hätte ich auch Lust drauf, Bruschetta. Oh, das schmiert hier schon wieder. Aber diesmal mit Baguette. Was hattest du denn sonst? Hä? Was hattest Bruschetta, du denn sonst? Nicht Bruschetta, die heißt... Das italienische Brot, wie heißt denn so mal? Ciabatta. Chinesisch, Ciabatta. Was ist das denn? Chemikalien, was ist das denn? Bluetooth. Serion. Serion. Ach ja. Heute Abend gibt's wieder gut essen. Es gibt heute Abend Steak, ne? Nee, ich sag nichts mehr dazu. Moin, wie macht ihr das eigentlich mit den Fahrgassen? Tim, wir fahren mit Proceed hier rüber, also beim Drillen, und dann kannst du mit GPS-Mod eingestellt sagen, dass auf 21 Metern immer eine Fahrgasse lassen soll. Muss den Proceed-Mod mal im Mod-Hub angucken, das hat erklärt. Agagnaschnaf Weltsin, moin moin, alles gut. Joa, sicher. Und selber? Schönen Samstag gewünscht. Das silberne Zubringerfass privat, das umgebaute Milch, das ist, gibt's nicht, oder? Nee. Kann ich dir leider nicht sagen, Joni, wo das her ist. Ich meine im 19er, oder? War ein Milchfass im 19er, ja. Boah, ist das schön, wenn der Verkehr fährt, ey. Ja. Vor allem, wenn du beim Hof runterfährst. So, eine Tour hole ich dir jetzt noch und dann muss ich weg. Ja, okay, das ist jetzt eins, warte mal. Sechs, du hast auch noch 6000 im Lager. Genau, und dann gleich 12 noch. Dann ist jetzt einmal hoch, einmal runter. Ich bringe dir jetzt noch 26.000, ne? Und dann habe ich noch einmal hoch, einmal runter. Ja, wahrscheinlich bleibt das Vorgewinner über. Ja, dann hole ich dir noch eben schnell eins. Ja, aber mal drauf ankommen lassen? Ich weiß nicht. Wieso, wie lange hast du denn noch Zeit? Ja, du hast den Acker noch, ne? Ja, dann würde ich dir noch vorsichtshalber einen holen. Vorsichtshalber, okay, ja. Kann auch sein, dass das Ding das vom Horschpark war, das weiß ich jetzt einmal auswendig. Ich denke, das war ein alles Milchfass. Stimmt, aus dem Horschpark, da kenne ich das auch wohl, ja. Aber ich weiß nicht, ob das ist. Ich glaube, das ist wirklich ein umgebautes Milchfass aus dem 19er. Das bekommt man auch im Mod-Hub, sagt er. Ja, genau. Nee, aber das von Horsch, das hat ja noch Schlauch gebambelt dran und Horschschluck an der Seite, das haben wir alles, ne? Das stimmt. Ja gut, aber das Grundmodell gibt es. Weiß ich nicht, ob es das ist. Es gibt auf jeden Fall, ja.
Irgendwo im 19er gibt es auf jeden Fall das Fass, ob als Milch oder als Gülle zu bringen. Mhm. Jan, 21 Metern Fahrgassen. Wie kann man die Animation der Handschaltung tauschen? Das weiß ich nicht. Da geht es um Schaltung, also um Gangschaltung oder wie? Egal, wo bist du unterwegs? Ich weiß es da nicht, Dani. Bei Instagram. Achso. Ja, die Breiten, also wir fahren alles auf 21 Meter, ne? Also die, das Gestänge hier ist 21 Meter, wir fahren 21 Meter Spritze, wir haben eine 6 Meter Drille, wir haben ja sonst auch 5 Meter Scheibenegge grubber, ne, 6 Meter jetzt, Scheibenegge, 5 Meter grubber. Was ist das denn? Komm, was verbraucht jetzt hier? Das war nur eine halbe Bahn. So, okay. Hattest du schon, ja? Vielleicht brauche ich denn gar kein Fass mehr. Ja, musst du sagen. Also ich. Du bist in Lauerstellung, sagst du. Ja, ja. Bist du da auf Automatik oder ja, noch nicht? Automatik, ja. Ungefähr 60 Kilo N sind das im Durchschnitt drauf. Den Kubik oder sowas. Ja. Kubik. R-Reste. Ja. Reicht's, klebe ich den Scheiß fest. Tim, ja, das ist mit der 6 Meter Drille ist, weil das eine angepasste Drille ist, die auf links und rechts die Fahrgassen wechseln kann. So, das ist dann ja schwierig zu erklären. Ganz links eben, also im linken, auf der linken Hälfte der Drille, so, links, rechts, links, kannst da auch eine Fahrgassenschaltung einstellen. Das muss aber manuell gemacht werden und dann klappt das auch wieder mit 21 Meters. Lowrider, das ist Nvidia GeForce Experience Shader. Haben die anderen was gesagt? Kommen die noch mal wieder später? Jan morgen erst? Die anderen weiß ich nicht. Nico und so. Wie kommt der 7er denn da so mit klar mit dem Fass? Geht das? Gut, ich habe manchmal das Gefühl, der drückt da hinten irgendwie weg, so dass das ein bisschen schiebt oder so. Ja, aber wär geil, wenn das aus dem Spiel rüberkommt, so ein bisschen. Ja, vorhin kam das, also an einigen Stellen kam es wirklich so rüber, als ob der. Ob es einfach wirklich rutschig in der Gasse war dann. Ja. Aber übersetzt, finde ich, wirkt es eher so, als ob das fast ein bisschen zu sehr drückt oder in der Höhe falsch eingestellt ist. Deichsel. Okay. Aber das weiß ich nicht. Jetzt nur meine Vermutung. Ja, ich finde, der 9er passt besser davor, ne? Ja, doch. Schon, ne? Auf jeden Fall. Schon. Ja, aus. Ein schickes Gespann. Jetzt, Agrargenossenschaft, du bist auf der Ostsee am Gülleballern, ja dann. Hast du das Vorgewende jetzt fertig? Nee. Dann fährst du ja, das hätte ich jetzt ja erst gemacht, rückwärts rein. Du fährst du gleich durch die Schiete wieder durch. So, ja, wenn ich einmal rumfahre, ja, hast du recht. Stimmt, dass man die letzte Bahn dann auch abwartet, ne? Dass man dann. Ja, genau.
Ja, kommen jetzt, mal wieder die Profis. Ich wäre jetzt praktisch auf dem Vorgewende, von dem du kommst, rückwärts in die Ecke, bis zu dieser Bahn vor und hier dann runter. Und dann das andere Vorgewende vorne. Ja, du siehst es jetzt nicht, ne? Weil meine Kamera davor ist. Warte, hier. Weg. Scheiße. Ja, alles gut. Da ist jetzt halt wieder ein Fenster drin. Ich dachte halt, das wäre eine halbe Bahn. Die kriege ich jetzt damit noch full. Aber ja, ist. Hast du recht. Das Vorgewende hätte ich wahrscheinlich doch noch geschafft mit dem halben Fass. Ist gut. Das ist die Landersum, Ghost Racer. Doch festgeklebt im Bums. Das fällt jetzt immer um. Scheiß Lenkrad, echt. Lenkrad festgeklebt? Nee, ich habe so einen USB-Switch unter dem Tisch gebaut, so. Der, mit dem, den ich einen ausschalten kann, mit Knopf, dass ich das Lenkrad nicht früh sind. Man hat, wenn ich den Rechner anmache, nicht immer das komplette Haus aufweckt. Das Thrustmaster doch recht laut zentriert. Ja, Tim, ich weiß nicht, ob Lenz die Antwort schon und die Frage schon beantwortet hat. Wir können bei der 6 Meter Drille. Hast du schon? Okay. Und die Schweine fressen total wenig, oder kommt mir das nur so vor? Aber es sind doch jetzt auch weniger. Noch. Ja, gut. Ja, stimmt auch. Ja, gut, stimmt. Hast du recht. Hast du recht. Und Schaupi, der sammelt Weihnachtsbäume ein? Ja, Jugendfeuerwehr. Ach so. Glaube ich, oder normale Feuerwehr. Ja, cool. Der Jugendfeuerwehr ist der, glaube ich, gar nicht mehr. So jung ist der ja auch nicht mehr. Was ist denn CVT-Add-on? Weiß das jemand? Ja, so ein Fahrhebel. Erweiterung, ne? Ich hab mir jetzt auch noch nicht so genau angeguckt. Oder kannst du die verschiedenen Fahrbereiche auch mit einstellen? Ja, das ist natürlich auch sehr nice, gerade bei unserem ganzen Fendt-Gefahre. Ja, weil das hast du dann ja auch, glaube ich, nur noch bei deinem. Beim S4 und beim 900, ja, bei den beiden, beim 9 und beim 700er. Ja, stimmt. Und bei Nico bei seinem 900er auch? Ja, Dings auch. Livecover im SCR. Stimmt. Ja, gerade genau so schafft er ziehen. Dir viel Spaß und man hört. Mach nicht mehr so doll. Nö, das sind ja nur noch ein paar Liter hier. Bist du noch irgendwo unterwegs jetzt, Joki? Ja. Okay. Ich bin on the road. On the road. Okay, dann... Dann warte ich. 2 Minuten beim Viehhändler los. Ich warte kurz auf dich. Ja, bitte, danke. Wenn du Bock hast, kannst du den unseren Zubringer zurückfahren, den kleinen. Ach, jetzt kannst du mal auf Toilette gehen, weißt du? Ach so, ja, dann mach das. Kannst du Wasser lassen. Einmal die Kartoffeln abgießen. Dies, das, Ananas. Ja, da hat aber auch Schaube wieder Langeweile gehabt mit dem ganzen IC-Zeug beim Fend, ey. Okay. Hast du schon gesehen den Beifahrer? Nee. Bei unseren? Muss ich den mal gleich nochmal anschauen. Heimwischer sitzt hier ganz anders, ne? Ach ja, weil es der SCR ist. Ja, der ist ganz komisch in der Optik. Der fährt dann nur rechts, links, ne? Ja, nicht rum, ne? Hä? Wie, was? Scheibenwischer. Ach so. Ja. Müsstest du auch noch mal eine neue Spec für machen, wa? Nö. Was? Nö. Und ich finde den nach wie vor auch immer noch schick, so ein SCR, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach ich leiden. Verkehrt ist das nicht. Ja.
Je digitaler und moderner, desto besser, finde ich. Och, och, ja. Wenn es kaputt geht, wird es teuer, aber optisch finde ich es. Und userfreundlich finde ich, ist Band One viel geiler. Bin ich noch nicht so warm mit. Komm. Genauso wenig wie du mit unserer Bringefarbe warm warst. Oh. Verlieren wir noch nicht, ne? Nee. Also ich würde es mir auch nicht aussuchen. Mir gefällt nur, dass es durchzieht und dass es halt überall, also dass es halt ein einheitlicher Look ist. Das finde ich geil. Aber wenn ich mir jetzt nicht Loni wäre, dann würde ich mir auf jeden Fall auch nicht Petrol aussuchen. Ja gut, wenn ich jetzt ein einfacher Ding einfacher rufe, dann ja, aber das ist halt genau, was du sagst, das ist Loni nehmen, ne? Ja. Als Loni würde ich glaube ich eher so Stotzi Beige nehmen. Blunk Beige. Ja da, 9 Tee gekocht, Pascal. Kirby, grüß dich, moin moin. Meine Gülle. Jo. Ach so, eine kleine Anlage. Ich glaube, ich möchte keine füttern, keine Anlage. Ist ja nur noch am Rotieren. Sieht man ja bei Möllering auch mit der Biogasanlage. Das ist halt auch Arbeit, ne? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn der Server durchläuft, dann musst du halt jeden Tag jemanden haben, der die füttert. Ja. Mit dem großen schönen Mittag gegessen. Ich. Okay, wenn ich euch den auf den Hof stelle? Einfach hin, ja. Jan holt seinen Schlepper selber ab, ne? Ja. So, hast du mich voll gemacht oder was? Ja. 6000 hast du jetzt noch im Bunker. Ich glaube auch, dass es reicht. Ich gucke. Erstmal frickeln hier. Eckart, fährst du, wenn du Gülle fährst, eigentlich auch dauerhaft Innenansicht, oder? Ja, meistens ja. Ja. Nur mal zum, Nur mal zum drumrum gucken, zeige ich mal mit Drohnenansicht, ja genau. Ich finde das in der Innenansicht wesentlich entspannter, also kannst du halt wesentlich besser die Fahrgasse und so, also ich fahre sowieso am liebsten in Innenansicht. Mhm. Du musst ja nur die Gassen abfahren, das ist ja... Ja. Ganz entspannt. Aber fährst du auch mit GPS oder nicht? Ja. So, mal eben Applikationskarte. So, hier, ne, das Fenster, das ist das, was ich meinte, was übrig geblieben ist. Ja. Ja, gut, das ist dann so. Jetzt würde ich einmal rumfahren, dann kann ich ja oben aus dem Hof raus und dann fahre ich trotzdem noch einmal durch die Pampa. Oder halt Vorgewende einmal rückwärts hoch dann, ne? Von der Straße aus. Ja, genau. Und eigentlich von dem Hof von Nico und Co. auch wieder eine Vorstellung oder war die schon? Aktuell kaum Zeit zum Schauen. Herbie, wir haben Nikos Hof haben wir uns schon angeguckt im letzten Stream. Das heißt, da kommt wieder eine Wiederholung auf jeden Fall auf YouTube, ihr Hässling. Und LiveGar bin ich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht auf dem Stand, ob die schon eingerichtet sind, ne? Nee, fehlen noch Fahrzeuge. Fahrzeuge, Maschinen fehlen. Und dann machen wir da auch nochmal gerne eine Vorstellung, ja.
Gibt ja reine Gülle BGA. Ist vielleicht nicht als Mod, aber das wäre ziemlich cool. Da läuft eure Schweinegülle über Rohrsystem und gut. Gut, dann bleibt trotzdem noch, dass wir Schweinegülle ja auch für unsere für den Acker brauchen, ne? Dann müssen wir wieder zukaufen. Geil, was macht das Fieber denn mit dir? Ich denke, der hier Father Reed auch nochmal ein. Vielen, vielen, vielen Dank. Weiß ich auch nicht. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Pascal. Und Father Reed, viel Spaß, ne, mit dem Abo. Gesagt an den Pascal und gute Besserung nochmal. Hier, guck, hier hast du es. Hier rutsche ich runter. Jo, sieht man. In der Schräge. Auch das Fass. Boah. Ich hab zu danken, ne? Kann mir jemand helfen? Mein Spiel kann nicht gespeichert werden. Oh, das kann viele Gründe haben. Sehr, sehr viele. Hast ja Gärreste von und die komplette Gülle wirst du mit einer kleinen Anlage nicht beschicken. Können aber wäre doch nochmal eine tolle Einnahmequelle. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt wohl, muss man sagen. Wir fahren jetzt hier hoch, das kleine Fenster eben noch mal füllen und dann Vorgewendung, gut. Brauchst nicht mehr fahren, Rickard. Okay. Nach 10 Versuchen ging's dann wieder. Na denn. Ja, das ist immer ärgerlich. Hochfertig gebaut. Du kannst nicht speichern. Was bin ich denn jetzt so müde? Ich habe schon bis 12 geschlafen. Bis 12? Ja. Ja. Wie lange warst du wach? 10, ne? 12? Ne, 12. So viel Schlaf, da ist auch nicht gut, ne? Ja, ich glaube, das war einfach jetzt wirklich der Fehler. Jetzt Vorgewende hoch.
mal wieder nicht jemand eng auf Kante gedrillt hat. Ja. Kann er nicht schneller als 6, als 4 fahren rückwärts? Paddy Gaming grüßt dich, ja sicher. Lass Firma Hengste wegsieht. Jetzt Lenkachse sperrt, wa? Ja, es ist so. Muss man einfach Geduld haben, ne? Einfach nicht zu schnell. Eresse, bist schon auf der Ostseeküste gefahren, das ist schön. Bewirtschaftet ihr denn da eigentlich so? Also wie viel Hektar insgesamt? Wie viele Höfe und so? So kann man sagen, wir sind wie eine Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, sind wir langsam. Wenn, jetzt. So wie jetzt. Hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß. Aschaminjong, ja, so moin, moin. Alarm. Ja, mein Hallo. Lieber. Hallo. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Schönen guten Nachmittag. Samstag gewünscht. Schönes Wochenende natürlich. Geht's jetzt in Feierabend? Heute Abend Fete oder was? So, jetzt habe ich es gleich einmal geschafft, hier das Vorgewende. Ab in den Stall mit dir. Los, Beastkiller, Abfahrt. Danke fürs Reinschalten. Viel Spaß dir. Gutes Schaffen und so. Wir wollten uns noch den Ding noch anschauen, ne? Wenn du fertig bist, noch schnell den Beifahrer. Ja. Peter Melkstadt. Okay. Ja, dann kümmere dich mal um deine Mädels. Ist das ein Besenwerfer? Beastkiller oder was ist Besenwerfer? So. Er macht's. Jawohl. 34 gleich abgeschlossen. Mache ich. Ein schönes Wochenende gewünscht. Dankeschön, Sascha. Dir auch. Mach es gut. Und allen anderen natürlich auch. Agrario hat ihn so getauft. Hast du eigentlich mal gesehen, was der Sack Dad und ihr von Nico da auf dem Hof eigentlich alles mit IC kann von außen? Kannst du die Arbeitsscheinwerfer verstellen und los und Zeug? XR? Nein, der 600er. 6420, glaube ich. 6000, ja, 6420. Kannst du die Arbeitsscheinwerfer vorne hin verstellen per IC? Ach ja. Ja, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Also ist der ist ja nicht von ihm, glaube ich. Der ist ja irgendwie zum Download irgendwo.
gewinnt. Ein schönes Ergebnis. Egal, soll ich euch das Fass bringen? Ja, ne? Wenn du fertig bist bei euch, kannst du es erstmal bringen, dann kann ich nachher noch ein bisschen weiterfahren. Ja. Willst du für euch oder gehst du für Brinkers oder so auf die? Können wir dann mal sehen. Sonst kannst du auch bei Brinker vorbeibringen oder so. Ich fahr zu euch. Hand aus. Bist du am Hof mit dem Fendt? Ja. Okay. Warum? Ja, dann kann ich kurz halten, gleich auf dem Weg zum Möllering. Ach, bist du auf dem Weg? Mhm. Martin, moin. Hast du den Stream gerade offen? Ja. Kannst du das mal gerade klippen? Was? Einfach so von außen die Fahrt, wegen den Verpixelungen und so. Ja. Musst aber mal länger außen fahren. Ja, es ist immer noch, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser. Bald ein Vorführer für den Schlepper, den ihr sucht? Nö, also wir haben ja immer ein Jahr, also ein Vorführer pro Jahr. Es ist möglich, sich zu holen. Einen Tag zu mieten. Mietkosten natürlich tragen wir dann auch, aber das, denke ich, werden wir mit dem Schlepper nicht machen. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann entscheiden wir uns für den und brauchen da dann eigentlich den Vorführer nicht mehr. Aber den Vorführer würden wir uns dann nochmal für gegebenenfalls einen anderen Arbeitsschwerpunkt aussuchen. Wie geht's eigentlich Flo? Von dem hört man gar nichts mehr. Nö, gar nichts mehr ist nicht richtig. Der hat, mal eben hier rein. Der hat kürzlich sein Savegame von der Ostseeküste zur Verfügung gestellt. Der spielt ab und zu, wirklich selten in den späten Abendstunden auf der Ostseeküste. Hat halt Nachwuchs nochmal bekommen. Aber sonst geht es ihm soweit gut. Für den ist das nur mit dem Multiplayer halt hier nichts, ne? Wenn der Server durchläuft und so viel, sag ich mal, so viel Action ist, das ist zu viel. Das macht er nicht so gerne. So. Das ist eine Bude, ey. Wo ist er denn? Hinter dir. Komm dann Berg hoch gerannt. Ich will das noch ein blaues Filter da jetzt drauf. Ich will da eine Filter gebastelt, oder? Ja. Ich will das so blaustechig. Aber nicht ganz so doll, das liegt an der Jahreszeit. Also. Achso, ja so. Oh
Aber pass auf, wenn ich jetzt anmache und einmal die Fahrtrichtung wechsle. Wie ging das nochmal? Umschaltgehen. Ach du Scheiße. Warte. Guck jetzt so von außen. Ja, sehr fein. Geil. Schön die Spezi da vorne unter Fuß im Anschlag. Herrlich. Geil. Oh, ey, das tut aber weh da unten. Mal eine Decke drunter legen. Aber muss man ja sagen, dann ist auf der Seite wirklich viel Platz, ne? Sinn und Verstand, herrlich. Ja, aber die Rückvereinrichtung braucht man auch nicht, ne? Aspirindurchsichtig. Nee, die haben. Bis China für was irgendwie nutzen. Winken? Nee, winken hat er nicht hier dran, glaube ich. Winken hat er nicht, ne. Real Pascal Play, moin, Minjung, grüß dich. Wo haben wir unseren Hof erweitern, Lance? Wo denn? Da hier. Da hier hast du. Und eine Halle hin. Ja, eine Halle musst du haben. Und wir wissen noch nicht wie und wo und was. Wie das hier gegenüber oder was? Mhm, das kleine Dreieck. Da soll noch eine Halle hin? Ja, eine Maschinenhalle. Für die Auflieger und so, weil die da oben ja auch noch alle offen stehen. Auf dem Platz. Macht ihr denn hier noch eine zweite Einfahrt oder sowas rein? Ja, einfach hier so gegenüber wahrscheinlich. Feld lassen wir auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen. Sieht aus. Bin gespannt. Ich hab da schon mal im Singleplayer was vorgebaut. Ist auch schon Schaupi approved, aber haben das Geld auf dem Konto aktuell noch nicht. Mhm. Wen grüße ich nie so, moin. Die Münsterland, die es auch zum Download gibt. Ja, also die Landersum ist aber, also hat nicht mehr so viel zu tun mit der Landersum, wie sie da zum Download war. Da wird es aber ein Update geben von Agario. Aber das ist zum Beispiel ein selbstgebauter Hof, der war sonst nicht so auf der Karte drauf. Also Hofbau, das habt ihr auch drauf. Geschick gewonnen. Hat Mario nicht Bock, den Brinkerhof einfach so zu übernehmen? Das Update? Vielleicht doch mal. Wird auch was. Pascal, dankeschön. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Subs und ganz viel Besserung. Macht uns so, dass du wieder heil wirst. Mach's gut und schönes Wochenende. Man hört sich. Ja, Landersum an sich gibt es zum Download, Valros, auf jeden Fall. Das Update allerdings noch nicht. Link. Ja, aber Mario, wäre da nicht was, so ein inspirierter Brinkerhof dann? Ich weiß halt echt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Brinkerhof vorher aussah. Ja, der war langgezogen mehr. Der war halt da, wo die Hallen stehen, da man, also da, wo die Getreidehalle steht, da war ja Stall. Mhm. Ja, und das war der komplett anders, da steht ja gar nichts mehr so, wie es war. Das Einzige, was wirklich geblieben ist, ist das Haus. Ja. Matze.dd, vielen Dank für den Prime-Sub im dritten Resub. Vielen Dank. Grüß dich. Aber dann auch mit den ganzen Werbebannern, ne? Sonst.
Das wäre geil, mit den Werbebannern auf jeden Fall. Richard, wo ist der Waschplatz? Hinten, ne? Hinten in der Halle, wo das Gülle fast drin steht immer. Hey, keine Kamion! Bitte, bitte, bitte! 123 Schweden, vielen, vielen, vielen Dank für deine Bits. Mal weiter so. Machen wir. Ah, sicher. Ja, sicher. War stets bemüht. Mann. Er ist halt blöd, ne, weil wenn du den Hof jetzt so nachbaust, dann halt ohne Biogas, weil mit Biogas brauchst du halt Pumps und Hoses. Zwingend. Ja gut, stimmt. Ja. Aber gut, du könntest es ja vorbereiten mit den anderen Gülle, Biogas-Fermentern. Ja. Dann kannst du es optional nachbauen. Oder man macht eine PNH-Version und eine ohne PNH. Ja. Mal wegen dem Ostsee-Safecamp, wo gibt es das mit gebauten Hof? Im Ackerlüt-Discord, da hat er das. Mit den Mods auch, die man dafür braucht. Wie ist es denn ein Real bei euch auch den ganzen Tag am Schütten seit Tagen? Jetzt sieht es auf jeden Fall richtig ekelhaft aus. Und die letzten Tage wechselhaft, würde ich meinen. Hat die Absicht, dass der Kamera aus ist? Ja. Ja. Hatte ich wegen... Okay. Alles gut. Wegen Precision Farming, ne? Wenn ihr es mir schickt, kann ich es mir ja mal anschauen. Aber Pumps and Hoses BGA würde definitiv entfernt gegen den Standard ersetzt. Richard, kann ich das in dem auf der linken Seite ja. stehen lassen? Kannst du da so stehen lassen, wie steht, jo. Weiß ich nicht, ob sich das dann wirklich lohnt, aber gibt ja doch einige, die fragen, ne? Ja. Also, habe ich jetzt. Also, ich nehme es jetzt auch nicht so übermäßig wahr, aber. Weiß ich nicht, ob ihr da Anfragen habt. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwelche Anfragen kriege, speziell wegen. Kann ich Brinkers haben? Aber kann ja sein, dass da Interesse ist. Ich finde halt grundsätzlich ist der Hof. Passt der da ganz gut hin, so wie er jetzt ist. Ist halt relativ groß geworden, aber... Ich spreche das mal intern ab, Mario, und dann schauen wir mal. Vielleicht kann man die Biogas ja mit dem Castor-Zeug nachbauen. Mit dem Castor-Zeug? Den Mods als verbundene Mods quasi reinbauen. Ja. Ja. Ja, als Safegame Virus, das bringt nicht so viel, weil die Mods, die da alle dran gekoppelt sind, die sind halt alle nicht öffentlich und nicht als ganze Mods quasi fertig. Glaube ich jedenfalls, dass das zu viele ja, sich falsch verstehen. Jopi und Joki, aber halt halbwegs gefuscht, damit es halt gerade mal eben so bei uns ins Safegame reinpasst, aber als generell gültiger globaler Mod ist es glaube ich halt nicht fertig, ne? Weiß ich nicht. Nicht im Stream. So. Nee, würde jetzt auch nicht weiter. Tom Trecker, jetzt Feierabend? Ja, jetzt zumindest auf jeden Fall Sachen packen. Ja. Jetzt auch gleich nochmal einkaufen gehen. Mit den Hunden. Dann geht's heute Abend rund. Auf 21 Meter fahren wir Fahrgassen.
übergreifend hier. Musst du die Rechnung aber noch stellen, ne? Wie lange hattest du das Fass eigentlich, Lenz? 3 Stunden und 54 Minuten. Also 3 Stunden. Hm. Ach, das waren jetzt insgesamt 14 Touren Zubringerfahren. 14 mal 20.000 Liter. Kommt das hin? Und hin? Hat Jan noch eine Rechnung gestellt, weißt du das? Ne, Jan hat nichts gestellt. Also da für Jan müsstest du das Fass auch noch mit zwei Fässer berechnen. Von unserer Seite? Ja, er ist ja das Zubringer von euch gefahren. Achso, das habe ich gleich in die 14 mit rein berechnet. Okay. Der hat ja nur gefahren. Ich würde die Abrechnung einfach über euch laufen lassen. Hat nur ausgeholfen. Man kann keine Rechnung über Fachkraft stellen, aber. Wird heute Abend nochmal gestreamt. Musst du Rickard fragen? Nee. Hinzufügen. So. Den Fendt gibt es so nicht zum Downloaden, nein. Ansonsten im Mod-Hub den 724er oder 700er Pack von Schnippel Modding. Das ist das Modell hier. Rickard. Ja. Mist, willst du Mist noch was haben? Ja, gerne. Dann fahr ich dir noch eine Tour, Mist. Ja. Ich muss jetzt erstmal dringend los, ich muss alle vor einer Stunde schon weg. Alles gut, mach doch, kein Stress. Gut, dann bis morgen, Lenz. Glaube ich, schaff's nicht. Morgen. Okay. Aber. So verknittert morgen. Safe. Oha, was ist das? Männerabend. Karnevalsvorbereitung. Oh ja. Wie ein Achtarmiger. Also, letzten Samstag mal zwei. Na, hör auf, ey. Teilt durch zwei wäre besser. Das reicht schon. Also, wir holen uns aber. Gut, das war das Endwort. Schönen Samstag dir, wir hören uns. Jo. Montag oder so. Bis denn dann. Jo, ciao. Ja. Tschüss, Rickard. Auch ja, ausmachen, ne? Was ist denn für ein neues Gebäude auf dem Hof? Schraube reingefahren? Ach du, ahnst das nicht. Das neue Gebäude ist ein Sauenstall hier. Safe, ne? Ja, umgezogen. Einer. Genau.
Warum nochmal einer? Weil wir umgestellt haben auf das Extended Animal System von Chisel. Damit wir nicht mehr die Reproduktion auf 1:1 haben, sondern eine Sau wirft bis zu 12 Tiere, also Ferkel. Sodass wir da dann ja das einfach ein bisschen realistischer haben. Dadurch haben wir den Sauenbestand dann reduziert und werden dann eben die Ferkel auf die 4 Ställe dann eben verteilen und ja, gegebenenfalls nochmal 2 weitere Ställe mit dazu pachten. Das gucken wir uns dann aber auch nochmal an, wenn es dann soweit ist. So, mein aber jetzt hier ist wohl Ende. Ende Gelände. Jetzt ist Ende Gelände. Warte mal, ich schiebe ich nochmal eben die 34 rüber. Zweite Düngung ist durch. Trocken durch. Saat. Schutz. Mal gucken, wa? 53 Gerste auch Schutz. Nochmal gucken. Dann soweit und hier nochmal eben grün markieren. Achso, damit ihr wisst, was ich mache. Die ist hier. Läuft eigentlich für eine Musik bei dir? Ja, also jetzt ist das gerade irgendwie so ein Film-Abspann-Kram. So. 34, da machen wir auch nochmal grün. So. Dann sind wir damit auch durch. So. Richard, ich sag mal dem Stream tschüss und raide die mal rüber zu Oysterproper an die Ostsee. Basti. Ja, das mach mal. Ab zu Basti, ne? Jet, vielen, vielen Dank heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schweden hat 1000 Bits hier gelassen, weil, alter Scholli. Vielen, vielen Dank. Pascal, dir nochmal gute Besserung, falls du da bist. Bis denn dann. Beweg dich. Macht es gut. Und liebe Grüße an Basti. Jo, liebe Grüße. Auch an alle. Genau. Tschüssikowski oder was? Tschüssing. Tschüss.